Herzlich willkommen bei unserem achten Studium bezüglich der Lehren von Jesus Christus. Wir haben gesehen in der letzten Stunde, dass es ein Wachstum sein muss im Glauben, dass es dahin kommen muss, dass wir als Christen, die wir Gottes und Christi Namen bekennen, einen Charakter entwickeln müssen, ein Leben leben wie Jesus. Die heutige Betrachtung geht dahin, dass sie beschreibt oder das Thema heißt die Gemeinde oder die Kirche. Die Gemeinde Gottes. Das ist das Thema und der Schreiber dieser Betrachtung gibt uns zwei Grundsätze vor. Einmal, dass wir studieren den Grundstein, worauf die Gemeinde gegründet ist, und zweitens die Einheit, die notwendig ist, damit die Gemeinde ihre Mission erfüllt. Es ist wichtig, bei all dem, was Gott macht, zu verstehen, dass er alle Dinge mit einem Grunde schafft, mit einem Zweck. Und er hat die Gemeinde gemacht zu einem Zweck. Dieser Zweck wird erst in der nächsten Betrachtung ausführlich gesehen, sodass wir ihn ein wenig zurückschieben müssen bis zur nächsten Stunde. Es ist aber wichtig, dass wir wissen, dass wenn wir über die Gemeinde reden, reden wir über etwas, was ein Ziel und ein Zweck erfüllen muss. Es ist nicht irgendeine Sache, die zwecklos ist oder die nur da ist, dass man sich trifft Woche für Woche einmal am Sabbat und sich im Gottesdienst irgendeine Predigt oder Lieder singt oder zusammenspricht oder dass man betet. Das ist nicht der Zweck der Gemeinde, ist nicht der Zweck der Kirche Gottes, die er gegründet hat. So, es gibt einen klaren, definierten Zweck, wofür Christus seine Gemeinde bildet, und dieser Zweck ist die Mission, ist das Bringen des Lichtes des Evangeliums, das Bringen des Lebens zu den Menschen, damit sie die Wahl treffen können, ob sie im Tod bleiben oder ob sie zum Leben übergehen wollen. Das ist das Ziel der Gemeinde, das ist die Mission. Und eines der Dinge, wo man jemanden vom Ziel abbringen kann, recht einfach, ist das Mittel, was zum Ziel notwendig ist, als Ziel selbst zu verwenden. So, wir brauchen eine Gemeinschaft und wir müssen uns treffen, damit wir miteinander das Wort Gottes studieren und uns erbauen und ermutigen, damit wir arbeiten können miteinander. Aber bleiben wir stehen bei diesem ersten, was ja nur ein Mittel ist. Der Gottesdienst ist kein Zweck in sich selbst. Er ist nutzlos, wenn er nicht das Ziel hat, das Herz des Menschen zu verändern, damit es wirken kann auf andere Herzen. Es ist also ganz leicht, uns in die Not zu bringen oder das Werk der Gemeinde zu stoppen, indem man die Mittel, die Gott zur Verfügung gestanden hat, zur Verfügung steht, als Zweck sieht. Auch unsere Beziehung zu Gott ist ein Mittel, ist kein Zweck in sich selbst. Das Gebet ist ein Mittel, ist kein Zweck in sich selbst. Es muss etwas bringen, es muss irgendwo hinführen, das dadurch vollzogen wird. Aber wenn wir dann das Gebet zum Selbstzweck machen, wenn wir den Gottesdienst zum Selbstzweck machen, dann ist es ganz klar, dann haben wir verloren das Ziel, weshalb wir da sind. Wir haben ein Mittel geändert in ein Ziel und damit
können wir nicht vorwärts kommen. Damit sind wir blockiert. So ist mir wichtig, dass wir verstehen, die Gemeinde hat ein Ziel. Und das Ziel ist nicht das Mittel. Die Gemeinschaft ist ein Mittel, das Ziel zu erreichen. Das Gebet ist ein Mittel, das Ziel zu erreichen. Der Gottesdienst in der Gemeinde ist ein Mittel, um das Ziel der Gemeinde zu erfüllen. Ich möchte ein einfaches Beispiel geben, wo in unserem Geiste, in unserem Herzen wir betrogen sind. Gott hat die Ehe geschaffen mit einem Ziel und mit einem Zweck. Als Adam die Aufgabe übergeben wurde, diese Erde zu beherrschen, das heißt, sie zu regieren, das heißt, ihr zu dienen, zu schauen, dass alles gut läuft, dass sie zu pflegen, da hat sich Adam recht alleine gesehen, als er den Namen der Tiere gab. Und so hat er das Bedürfnis gehabt, dieses Arbeit zusammenzutun. Und somit macht Gott ihm einen Gehilfen, damit er die Arbeit zusammentut. Deshalb wird die Eva eine Gehilfin genannt, was wir heute so sehr missverstehen. Aber die Aufgabe wurde dem Adam gegeben und dann auch der Eva, weil sie wurde ihm gegeben, dass sie gemeinsam die Arbeit tun. So, der Sinn war nicht, dass sie zusammen sind und um des Zusammenseins willen sind sie jetzt da. Nein, die Ehe ist nicht zum Selbstzweck gemacht. Sie hat eine Funktion, sie hat ein Ziel, sie muss etwas erbringen. So ist auch die Gemeinde nicht zum Selbstzweck gemacht. So ist sie da gemacht, um ein klares Ziel zu verfolgen. Das möchte ich, dass wir im Sinn haben, wenn wir durch diese Lektion gehen, weil ich brauche immer das Ziel in meinem Hintergrund zu haben, dass ich weiß, warum muss ich das und das tun? Weil wenn ich das Ziel nicht vor Augen habe, weiß ich ja nicht, warum soll ich jetzt wo bauen und warum soll ich einig sein? Ich hoffe, dass wir diesen Gedanken verstanden haben. Es gibt ein Ziel und es gibt ein Mittel. Und die Gemeinde Gottes muss die Mittel verwenden, um ans Ziel zu kommen. Wir möchten uns jetzt ein wenig beschäftigen mit der Auseinandersetzung, die wir in der Betrachtung finden, über das Fundament, über den Grundstein. Worauf ist denn die Gemeinde gegründet? Und in Matthäus 16, Vers 18, aber ich lese vielleicht den ganzen Zusammenhang, so dass wir sehen, um was es wirklich geht. Weil wenn wir manchmal nur ein bisschen im Text sehen, werden wir leicht verführt, oberflächlich die Dinge zu betrachten und dann sehen wir nicht, was Jesus tatsächlich sagen wollte und dann sind wir im Durcheinander und ein Durcheinander kommt nie von Gott. Ja, Gott bringt Licht in unser Leben, Gott bringt Klarheit. Durcheinander und Unsicherheit ist nicht eine Frucht des Geistes Gottes. Nein, das Gegenteil, die Klarheit, das Licht ist die Frucht des Geistes. Sie sprachen, also ab Vers 15, da spricht zu ihnen, ihr aber für wen haltet ihr mich? Es geht darum, was die Menschen über ihn sagen und dann, was sie von ihm halten. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen.
Und ich will dir die Schlüssel des Reiches des Himmels geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus Christ, der Christus sei. So, da gibt es so manche Diskussion und so manche Unsicherheit bezüglich dieses Bibeltextes. Lasst uns ihn aber betrachten, wie er zu sehen ist. Was meint Jesus? Worin liegt denn der Grundstein, die Basis der Gemeinde? Welches ist der Felsen, auf den gebaut wird? Es ist immer gut, wenn man das Ganze sich vorstellen kann in einem Bild. Und weil ohne ein Bild so zu sehen, ist das für mich immer schwierig. So, wir brauchen also ein Fundament, wir brauchen etwas, worauf etwas gegründet ist. Und sicherlich diese Gründung ist Gott. Und auf diese Gründung, steht der Mensch, aber irgendwie ist der Mensch da hinein gepflanzt. So, er ist innerhalb, er steht auf diesem Felsen. So, wer ist jetzt der Fels? Was meint Christus hier? So, nehmen wir den Zusammenhang. Es geht darum, dass es darum geht, wer ist Christus, der Sohn Gottes? Und die Menschen haben eine durchwachsene Meinung über ihn, dass einige halten ihn für Johannes, die anderen für Elia, die anderen für Jeremia oder einen der Propheten. Aber jetzt sagt Jesus, ihr, was haltet ihr, wer bin ich? Und dann sagt Petrus etwas, das aus ihm herauskommt. Er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt antwortet Jesus darauf und sagt, Petrus, dass du das sagen konntest, konnte aus dir nicht kommen. Weil Fleisch und Blut, und Fleisch und Blut ist ein Mensch in biblischem Ausdruck. Christus wurde Mensch, er nahm Fleisch und Blut an. Paulus ging nicht, sich zu beraten mit Fleisch und Blut, sondern ging und sprach mit Gott und bekam seine Offenbarung von Gott über das Evangelium in der Wüste Arabiens. Dieses Wort verwendet er in Galater 1. So, Fleisch und Blut ist Mensch. Und der Mensch Petrus zeugt von etwas, das Jesus sagt, ist göttlicher Herkunft, nämlich Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und jetzt ist der Kontext. Und jetzt sagt Jesus, und ich sage dir auch, Petrus, dass auf diesen Felsen, das heißt auf diesen Grundsatz, will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwinden. Und ich will dir die Schlüssel des Reichs Gott des Himmels geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. So, der Petrus hat jetzt eine Aufgabe bekommen. Er wird zu einem Teil der Gemeinde Gottes,
die gegründet ist, nicht auf Petrus, sondern auf die Offenbarung Gottes. Weil die Gemeinde Gottes kann nicht auf einen Menschen gegründet sein, aber sie ist auch nicht separat vom Menschen. Sie ist ein Zusammenwirken. Aber der Mensch, der die Gemeinde Gottes bildet, ist gegründet auf einen Grundsatz, der nicht Fleisch und Blut einem offenbart hat, sondern der Vater im Himmel. Deshalb ist Gott der Vater. Der Vater im Himmel ist das Prinzip, ist der Grundsatz, auf den sich der Glaube des Petrus gründet, dass Christus ist der Sohn Gottes, der Messias. Und jetzt sagt Jesus dem Petrus, dir wurde etwas übergeben, dass du damit etwas tust. Du hast jetzt eine Aufgabe. Und über diese Aufgabe, die Mission, werden wir uns in der nächsten Betrachtung ausführlich unterhalten. Es geht darum, dass das Werk, was wir auf Erden tun, wird im Himmel mit angesehen. Aber jetzt ist die Frage, er spricht hier den Petrus an. Meint er das nur auf den Petrus? Ist der Petrus derjenige, der die Schlüssel hat, des Reiches der Himmel in seiner Hand? Was ist damit gemeint? Mir ist viel aufgegangen, wenn zu verstehen diese Dinge, dadurch, dass die Bergpredigt am Ende ein Beispiel bringt, in dem Christus sagt, wer auf diesen Felsen baut, das heißt, der diese Dinge hört und tut sie, der baut auf einen Felsen. Und wenn der Sturm kommt, dann bleibt das Haus bestehen. Wer aber diese Rede hört und tut sie nicht, der baut auf Sand. Der Sturm kommt, sein Haus wird zerstört. So, ihr seht, das Haus und der Fels werden eins. Das heißt, dadurch, dass ein Mensch das Reich Gottes, weil das ist das Reich Gottes, das Christus kam zu bringen, und man könnte es gleichsetzen mit der Gemeinde Gottes, das muss in die Tat umgesetzt werden. Ich muss ein göttliches Prinzip, die Gebote Gottes, die in der Bergpredigt erklärt werden, muss ich in mein Leben eintun, dann baue ich auf den Felsen. Dann stehe ich sicher. Egal was kommt, ich kann dem Ganzen widerstehen. Das Fundament ist also ein geistliches. Es ist Gott, es ist das Gebot Gottes. Und stütze ich mich drauf, werde ich eins sozusagen mit diesem Felsen. Und ich bin eins. Und ich stehe gut. Nichts kann mich umwerfen. Mein Leben bleibt sicher. So, das Reich Gottes ist ein Grundsatz. Das Reich der Felsen, auf den die Gemeinde gegründet ist, ist nicht Petrus, sondern die Erkenntnis des Petrus, dass Christus ist der Sohn Gottes, welcher herrührt aus einer göttlichen Offenbarung. Er selbst stützt sich ja darauf. Er selbst hat es ja nicht aus sich herausgetan. Aber jetzt hat er Petrus bekommen, der eine Aufgabe, und sagt, du hast ein Werk zu tun hier auf Erden, das werden wir im Himmel anerkennen. War es nur auf Petrus gemünzt und gesagt? War nur Petrus derjenige, der das Fundament sozusagen der Gemeinde sein sollte in seinem Leben? Sollte nur er es ausüben? War die Aufgabe nur ihm übergeben worden? Oder auch den anderen Jüngern? Ein weiterer Text, der mir sehr geholfen hat, das besser zu verstehen, ist Offenbarung Kapitel 21.
In Offenbarung Kapitel 21 sehen wir die neue Erde. Und wir sehen, das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel herab auf diese Erde. Und sie wird genannt die Hütte Gottes bei den Menschen. Hier kommt jetzt und wohnt Gott. Gott ändert seine Residenz und er kommt und wohnt mit den Menschen. Vers 3, Kapitel 21 sagt es hier, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. So hier ist jetzt die vereinte Familie. Gott und wir, weil wir adoptiert worden sind durch Christus zu Gott in sein Reich. Ja, dass wir höher jetzt sind wie die Engel in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, weil wir durch Christus Söhne Gottes geworden sind, an jeder, der an ihn glaubt. So damit ist das neue Jerusalem der Ort, wo Gott und sein Volk leben und regieren und arbeiten wird, weil es ist ja eine Arbeitsstätte. Und hier ist es interessant, was die Bibel beschreibt, worauf diese Gemeinde, worauf dieser Bau steht. Und hier sagt es so, Vers 14, und die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine, Fundamente. Ja, Grundsteine des Fundament. Und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Das heißt, die Stadt, wo Gott seine Residenz hat, die Stadt, die alle Erlösten zu allen Zeiten aufnimmt, hat eine Grundfeste. Und diese Grundfeste sind Schmucksteine. Sie werden uns dann hier beschrieben. Aber auf jedem einzelnen dieser Steine steht der Name eines Menschen. Eines Menschen, der irgendwann mal ein Sklave der Sünde war. Eines Menschen, der herausgerissen wurde aus der Macht der Sünde und hineingekommen ist in das Reich Gottes und in die Gemeinde Gottes. So, wieso kommt Gott und setzt seine Residenz oder diese Stadt auf Grundfesten, auf denen er menschliche Namen schreibt? Warum tut er dort die 12 Namen? Nicht 11, nicht 13, nicht 15, sondern genau 12. Was ist der Grund, weshalb Gott hier das so macht? Und da wir wissen, dass er ja nicht zufällig macht, so wollen wir das ein wenig besser verstehen. Die Gemeinde Gottes muss gegründet sein aus Menschen. Und Gott hat durch Christus seine Gemeinde gegründet mit 12 Aposteln. Und sie werden beschrieben hier in Offenbarung ab Kapitel 2 bis und Kapitel 3 werden die Zeitperioden dieser Gemeinde beschrieben bis zum Ende, von Beginn der Apostelzeit. Gott gründet seine Gemeinde auf Menschen. Aber ist das Prinzip, worauf diese Menschen sich gründen, etwas Irdisches oder etwas Göttliches? Und hier fällt es uns vielleicht manchmal schwer, das zu verstehen. Gott braucht Menschen. Die Gemeinde ist gegründet auf Menschen. Und Christus selbst kommt als Mensch auf diese Erde, um die Gemeinde zu gründen. Er hatte schon immer ein Volk, sich auserwählt zu jeder Zeit. Zuletzt den Abraham und die jüdische Nation. Aber er wollte ja nicht nur die jüdische Nation. Er wollte, dass sie viele Menschen erlösen und er wollte das Licht bringen bis
an alle Heiden, aber die Juden haben durch ihren Nationalismus, durch ihren Ungehorsam Gott gegenüber, sind sie nicht in die Erfüllung ihres Auftrags gekommen. Und so gründet der Heiland einen Neuanfang, wenn man so will, eine neue Zeit mit 12 Aposteln. Er fing dort an mit dem Abraham, aus dem dann 12 Geschlechter wurden. Und jetzt fängt er mit 12 Aposteln wieder an. Und er gründet eine Gemeinde. Und er gründet sie als Menschen. Aber sie sind nicht gegründet im Menschen, sondern gegründet sind sie in Gott und in dem göttlichen Gesetz. So, Christus bildet eine Gruppe von Menschen aus, die seine Gemeinde sind, die eine Verantwortung zu tragen haben. Sie müssen den Grundsatz des Reiches in ihr Leben implementieren. Sie sind Teil des Ganzen, sie sind nicht außerhalb des Ganzen. Und das ist wichtig, dass man es versteht. Sie haben alle, sie stehen nicht nur auf dem Felsen, sie haben eine Verbindung vom Felsen aus in ihren Kopf, in ihrem Charakter. Sie sind verbunden mit dem Felsen. Sie haben einen Glauben. Sie haben ein Fundament. Das ist nicht menschlich, aber die Menschen sind die, die das Fundament, ich sage es mal, tun oder tragen. Es ist also eine Kombination. Das Fundament ist Gott, sein göttliches Bild, die Offenbarung, die der Petrus hatte. Und Gott sagt, und Jesus sagt, ja, das ist es, darauf gründen wir, auf die Offenbarung, dass ich bin der Sohn Gottes, der vom Himmel gesandt ist. Auf diese Offenbarung ist gegründet die Gemeinde, weil Christus in sich ja Gott darstellt, alle Gesetze bringt, die der Mensch halten muss. In Christus ist alles zusammengefasst. So, das ist es, worauf die Gemeinde gegründet ist. Aber sie muss gegründet sein durch lebendige Menschen, die diesen Grundsatz ausleben. So ist es eine Einheit, so wie Jesus es sagt in seinem hohepriesterlichen Gebet: Ich und der Vater sind eins. Er, du in mir, ich in dir und du in mir. Das heißt, sie waren eins. Der Vater wirkte in Christus und Christus nach außen stellte den Vater dar. Dasselbe war auch gedacht für die Gemeinde: Ich in ihnen und du in mir, auf dass wir alle eins sind. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. So, es geht um die Einheit untereinander der Menschen, die die Gemeinde gründen. Sie sind gegründet auf eine göttliche Offenbarung, auf eine göttliche Weisung, auf den Sohn Gottes, der vom Himmel kommt, um die Botschaft und die Würde des Menschen wiederherzustellen. Darauf ist es gegründet. Das Fundament ist Gott und sein Gesetz, das durch seinen Sohn völlig ausgelebt wird. Und derjenige ist ein Glied der Gemeinde, der sich darauf stützt, dass Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes, der einzige Weg zurück zu Gott, der einzige Weg der Erlösung. Aber da das nicht der Selbstzweck war, weshalb Christus kam, sondern er kam, damit diese Gemeinde selbst eine Aufgabe hat, übergibt er ihnen einen Schlüssel. Und wir sehen laut Offenbarung 21, dass es nicht nur Petrus ist, sondern dass es alle Apostel sind, die den Beginn machen. Und auch wir, die wir später dazukommen, sagt Jesus im Hohepriesterlichen Gebet, wir sind eingebaut als lebendige Steine in denselben Bau, weil wir genauso dass dieselbe Aufgabe haben wie die Apostel. Wir müssen dasselbe Ziel verfolgen,
was sie hatten. So ist die Gemeinde gegründet auf ein göttliches Prinzip, das Menschen ausleben. So, es kommt durch Menschen zum Tragen. Deshalb stehen Menschennamen am Fundament des neuen Jerusalems. Weil diese Menschen haben das Fundament des Glaubens, das Fundament der Erlösung in sich hineingebaut und es ausgelebt. Es ist also ein lebendiges Fundament. So, Christus gibt hier dem Petrus und nicht nur dem Petrus, sondern seinen 12 Aposteln den Auftrag. Nicht nur einem werden gegeben die Schlüssel zum Himmelreich. Es ist zu verstehen. Und sie sollten sich zurückhalten, bis das Jesus auferstanden war, bis sie es verstanden, bis sie anfingen, ihre Aufgabe so zu erfüllen, als Gründer und als Weiterführer der Gemeinde Gottes. Vielleicht war das ein bisschen kompliziert ausgesprochen, was recht einfach ist. Aber ihr wisst, manchmal ist es nicht leicht, einfache Dinge zu verstehen. Aber ich hoffe, wir haben es verstanden, dass Gott seine Gemeinde durch Menschen macht, aber diese Menschen sind auf eine göttliche Leitung oder ein göttliches Prinzip gegründet, nicht auf etwas Menschliches. Der Petrus hat eine Offenbarung Gottes gehabt. Diese Offenbarung war nicht menschlich. Diese ist es, auf die die Gemeinde gegründet ist. Sie lebt es also aus und Petrus hat es ausgelebt, er hat es ausgedrückt und damit wurde ihm in dieser Sache den Auftrag erteilt, die Gemeinde zu gründen, an der Gemeindegründung mitzuarbeiten, besser gesagt. Und vor allen Dingen wird die Pforte der Hölle sie nicht überwinden. Wen wird die Pforte der Hölle nicht überwinden? Die Gemeinde. Warum nicht? Weil Jesus war der Gründer dieser Gemeinde. Er ist durch den Tod gegangen. Ihn konnte der Tod nicht halten. Und keiner der gestorbenen Jünger wird der Tod halten können, wenn Jesus kommt. Die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden. Kein einziger wird in die Pforte des Todes, wie es gesagt wird, des Reiches des Todes, können sie nicht überwinden, weil sie sind sie stehen auf einem Fundament, das Fundament Gottes ist. Wir haben noch einen anderen Gedanken in unserer Betrachtung und das geht um die Einheit. Und diese Einheit ist nahe gebunden an den ersten Gedanken des Fundamentes. Wenn alle auf dasselbe Fundament bauen, müssen sie auch alle eins sein. Ist doch völlig klar. Du in mir und ich in ihnen. Damit wir eins sein. So, weshalb sind wir dann als Gemeinde nicht einig? Weshalb gibt es so viele Strömungen? Weshalb sind wir so unterschiedlich in unserer Haltung zu gewissen Themen? Und wieso sind wir gebremst in der Ausübung unserer Mission? Eines der einfachsten Dinge, um Menschen auszubremsen, etwas zu erfüllen, ist, sie zu entzweien. Wenn man geeint vorwärts geht am Anfang, dann wird der Böse immer dazu wirken, um Menschen auseinanderzubringen, nach Möglichkeit Zwietracht zu setzen. Das hat er schon bei den Jüngern versucht. Durch Judas und durch ihren Unglauben konnte er so manches, Streitgespräch dort unter ihnen entwickeln, in das Jesus nicht
eingegangen ist. Er hat versucht, ihnen klar zu machen, die Grundsätze. Aber Jesus hat mit seinen Jüngern nicht gestritten und er hat mit niemandem gestritten. So, wie leicht ist es, in einer Gruppe von Menschen, die ein Ziel haben, eine Entzweiung zu bringen. Seitdem ich so mit Gott arbeite in den letzten Jahren, konnte ich das etliche Male sehen und erfahren. Es war das erste Mal in Rumänien, die erste große Gesundheitsevangelisationswoche, die wir durchführen sollten. Und die Gruppe war über ein Jahr gewachsen und man war sich einig, was man wollte. Man hat alles eingesetzt, um in dieser Stadt, wo es keine Gemeinde gab, der Siebentags-Adventisten, dass man hier eine neue Gemeinde gründet, dass man ein neues Fundament setzt und in dieses Neulandgebiet vordringt. Und am Wochenende, bevor es anfangen sollte, wo noch alles gut war, habe ich mich so in meiner Predigt und in den Vorträgen, die ich hatte in der Gemeinde, habe ich das Thema der Einigkeit angesprochen und gesagt, das Werk ist von Menschen nicht aufhaltbar, weil es ein göttliches Werk ist. Aber es ist nur möglich, wenn wir einig bleiben untereinander. Ansonsten wird es nicht zum Erfolg bringen. Kann der Böse in einer Gruppe, die eins sind, in einem Werk eine Uneinigkeit bringen über die Person, die spricht, oder über irgendjemand anders in Zweifel bringt oder die Botschaft in Zweifel setzt, was auch immer er macht, wenn es dort zu zwei Gruppen kommt, die einen vertreten das, die anderen das, dann wird das Werk gelähmt und es hört auf. Das wusste ich bis dahin in der Theorie. Aber ich sollte es in den späteren Monaten erfahren, dass es Wahrheit ist. Wie schnell innerhalb schon der ersten Woche, die Evangelisationswoche war noch nicht zu Ende. Und es fingen an, die ersten Fragezeichen, es fingen an, die ersten Auseinandersetzungen unter der Gruppe. Und mit der Zeit spaltete sie sich in zwei. Die Warnung war umsonst. Und das Werk, wir haben es weitergemacht, noch ein wenig, aber es hat nicht angehalten. Und obwohl es voranfing mit großer, viele Menschen kamen, 200, 300, ich weiß nicht genau die Zahl, zu den Vorträgen. Und es gab eine Bewegung in der Stadt. Dennoch blieb es mit wenig Erfolg. Weil es dem Bösen gelungen war, Uneinigkeit in die Gruppe zu bringen. Ich habe das noch etliche Male erfahren mit anderen Gruppen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich habe erfahren, wie Gott nicht wirken kann in seiner Gemeinde, wenn sie uneinig ist. Wie man etwas im Sinn hat und man kommt dann auf Ideen, die man dann nicht ausübt. Man geht weiter und man streitet, anstelle dass man sieht, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und das Werk geht zu Ende. Ist die Gruppe geeinigt? Ist man in einem Geist zusammen auf dem Felsen der Grundsätze Gottes, welche in Christus Jesus als Mensch offenbart wurde? Wenn diese Grundsätze in uns implantiert sind,
durch unser Leben hervorkommen, dann können wir das Ziel erreichen. Und Einigkeit wird uns nicht ans Ziel bringen. Und sicherlich ist eines der Taktiken des Bösen, weil der Mensch nicht so fest gegründet ist in den Grundsätzen Gottes, und ist, dass wir mit Nebensächlichkeiten uns die Zeit verlieren. Ich halte es angesehen der Zeit, in der wir leben, der Not in dieser Welt, ist die Diskussion, ob eine Frau oder ein Mann oder ob die Frau eingesegnet wird, nicht eine, die relevant ist. Es ist so, wie wenn man sagen würde, wir haben hier einen Patienten, der ist am Sterben und wir darf ihn jetzt behandeln. Und wir führen eine lange Diskussion, bis der Patient stirbt. Ja, wir müssen uns die Frage stellen. Das Beispiel ist einfach, vielleicht zu einfach, aber wenn wir abgelenkt werden können, uns um Dinge zu beschäftigen, die nicht die Relevanz haben des Fortschreitens unseres Charakters und des Fortschreitens unserer Mission, dann vertun wir Zeit, Ressourcen und menschliche Energie, und es kommt heraus nichts Förderliches. Wir brauchen feste Grundsätze. Die festen Grundsätze sind die Gebote Gottes. Wir müssen auf der Liebe Gottes stehen und wir müssen sehen, in der Zeit, in der wir leben, wo ist unsere Aufgabe zu erfüllen. Und in Uneinigkeit wird sie nicht erfüllt werden. Ja, wo sollen wir uns denn einigen? Es ist ganz einfach. Wenn ein jeder sein eigenes Herz durchforscht und in Gott einig wird, weil die Einigkeit ist nicht untereinander, meine Lieben. Die Einigkeit ist hier in Gott. Hier trifft sich die Wurzel unseres Lebens. Bin ich in Gott einig und ich habe einen anderen Menschen, der kommt von Sibirien und er ist einig in Gott, so kann Gott uns zusammentun, zusammenarbeiten, ist gar kein Problem. Es wird keine Reibereien geben, weil wir sind in demselben Gott gegründet. Wir werden aneinander arbeiten, wie ein Zahnrad in das andere übergeht. Weil wir sind nicht gegründet, einer im anderen, sondern wir sind gegründet in demselben Gott und Herrn. Die Einheit ist nur möglich, wenn ich in Christus beständig wachse und bin. Dann kann er dasselbe Werk, was er in einem anderen tut, dann kann er das tun, dass wir es gemeinsam tun. Und so hat er die Gemeinde gegründet auf ein göttliches Prinzip, auf die Liebe Gottes, die hinausgeht, die nicht das Ihre sucht, die nicht mit persönlichen Interessen, welche so häufig in der Mission vorkommen, zusammengeflochten sind, sondern jeder sucht, das Werk Gottes zu erfüllen. Und das ist nur möglich, wenn wir in Christus eins sind. Die Einheit ist in Christus nur erreichbar, die Einheit ist nur im Fundament erreichbar, nicht an der Oberfläche. Das an der Oberfläche geht nur weiter, wo das Herz liegt, wo das Fundament liegt. So die Frage ist, möchtest du dich mit Christus so verbinden? Möchtest du mit dem Heiligen Geist so zusammenarbeiten, dass in deinem Leben jeder Streit entfernt wird, so wie Christus mit niemandem gestritten hast, dass auch du niemanden streitest? Dass du Verständnis hast mit den Fehlern anderen, genauso wie Christus es hatte? Dass du in der Lage bist, dich selbst zu beherrschen, wenn das Schiff untergeht und du sagst, okay, ich vertraue Gott, er wird es schon halten. Bist du in der Lage, wenn der Sturm weht, zu schlafen und zu ruhen, wie Christus konnte, im Boot, und nicht einen Streit und eine Uneinigkeit aufrührst? Willst du die Fragen, die Provokationen in der Gemeinde, willst du das herausfordern, die Reizung des Iches
endlich zur Seite legen und zu sagen, ich möchte so handeln wie Christus. Ich möchte so ein Mensch werden wie er. Der fähig ist, völlige Selbstbeherrschung zu haben, der niemandem widersprechen muss und dennoch die Wahrheit ohne Kompromisse lebt. Sie verkündigt. Nicht mit Gewalt, nicht mit Streit, nicht mit Auseinandersetzung, auch nicht mit Argumenten. Weil das Herz kann man mit Argumenten nicht überzeugen, nur den Verstand. Und der Verstand muss Christus wählen, der dann zusammen mit mir in meinem Herzen die Veränderung bringt, die so notwendig ist. Die Gemeinde Gottes braucht ein festes Fundament. Das Fundament ist das Gesetz Gottes. Es ist Gott selbst. Christus hat es in seinem eigenen Leben ins menschliche Leben gebracht und hat es im menschlichen Leben ausgelebt. Er hat es seinen 12 Aposteln vermittelt. Der eine fiel, der Judas, weil er es nie aufnahm. Aber er kam extra vom Himmel und hat es seinem 12. Apostel Paulus mitgeteilt und ihn erzogen und hat etwas Göttliches, die göttliche Wahrheit in sie hineingepflanzt und sie haben sie gelebt. Deshalb steht auf ihnen, auf ihrem Namen, das neue Jerusalem. Sie haben es ausgelebt bis zum Schluss. Sie haben nicht gelassen in ihrem Leben, dass Uneinigkeit unter ihnen war. Ja, es gab Diskussionen, die kennen wir am Anfang ihres Lebensganges, als sie lernen mussten viele Dinge. Und wir müssen viele Dinge lernen unterwegs, indem wir gemeinsam das Ziel erreichen, die Mission Gottes vorwärts zu bringen. Aber man kann sich immer einigen, auch wenn man unterschiedlicher Fassung ist, wenn man zurückkommt zum Fundament und sagt, okay, wie steht's geschrieben? Was sagt der Geist Gottes? Können wir uns dem völlig beugen oder nicht? Gott wird sich in diesen letzten Tagen eine Gemeinde bauen. Das heißt, eine Gemeinde, die vereint ist im Fundament, in den Grundsätzen Gottes. Hier sind die da halten, die Gebote Gottes. Hier sind die Geduldigen. Hier sind die da haben den Glauben Jesu. Das ist das Fundament. Und es kommt heraus in einer Gruppe von Menschen. Ich möchte zu dieser Gruppe gehören. Wenn Gott die Umstände dieser Erde in die Hand nimmt, wenn er sich geläutert hat, ein Volk, das in ihm steht, wenn er seine Gemeinde gewaschen hat, so wie es steht in Malachi 3, wenn er sie durch das Feuer des Elends hindurchgeführt hat und er findet, dass die Menschen, egal durch was sie gegangen sind, sie haben einen Charakter eingebaut in ihr Leben, der steht auf den göttlichen Grundsätzen und sie können weder zur Rechten noch zur Linken abgewinkelt werden, dann wird er diese Gemeinde, diese Menschen, es ist nicht einer, es ist nicht zwei, es ist nicht drei, es muss eine Gemeinde sein, es muss eine Vielzahl von Menschen sein, die in einem Geiste das Ganze zu Ende bringen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird diese Erde erfüllen wie Wasser das Meer. Durch ein Volk, durch Menschen, die das Fundament integriert haben in ihr Leben. Willst du dazu gehören? Dann musst du heute Schritt für Schritt lernen, mit deinen Mitgenossen in der Gemeinde weniger zu streiten, weniger auf deine Meinung zu pochen, weniger auf Nebensächlichen. Du musst lernen, Grundsätzliches zu unterscheiden von Nicht-Grundsätzlichem. Du musst lernen zu unterscheiden, die Schwachheiten des Menschen zu sehen und zu verstehen
und nicht gegen sie anzukämpfen. Du musst lernen, einen sanftmütigen Geist, eine demütige Haltung zu haben, die dich fähig macht, eins zu sein mit allen denen, die in Christus sind. Die Einigkeit wird in Christus realisiert. Ich möchte sie dort realisieren. Dann mache ich mir keine Sorgen, dass Gott nicht uns einigen wird. Er wird uns alle versammeln. Und wir werden das Werk als eine einige Gemeinde, als eine erweckte Gemeinde, als eine geläuterte Gemeinde, als eine mit dem Heiligen Geist gefüllte Gemeinde, wird er das Ganze beenden. Willst du dazu gehören? Ich möchte dazu gehören. Möchte zu dieser Gruppe gehören, weil in unserer Zeit muss Gott eingreifen. In diesen letzten Tagen, wo es so schlimm steht um diese Welt, in dieser Zeit braucht er ein Volk, um diese Welt zu erlösen. Er braucht ein Volk, das in ihm gewurzelt ist, in der Basis, steht und nicht fällt, bei einem Windchen oder bei einer Auseinandersetzung sich nicht einmischt in Dinge, die nicht wichtig sind, sondern auf dem Fokus steht und die Sache beendet. So, der Herr möge uns die Gnade geben, dass wir treu erfunden werden, dieses Werk zu tun, in der vollen Einheit, die Christus hatte mit seinem Vater. Amen.